herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein Muster zeigen, mit dem ich die Socken gestrickt habe. Sehr schönes und im Grunde genommen einfaches Muster, Ajourmuster, den du im Grunde genommen für jede von deinen Projekten verwenden kannst. Wie du siehst, ich habe das hier mit so einer Rolle, ich habe das für meine Enkelin gestrickt und hier kommt noch Spitze oben. Ich möchte einfach die Spitze ausprobieren, wie das aussieht. Ich zeige heute euch ein Rapport, ich habe schon mit der zweiten Socke angefangen, ein Rapport nach oben und zwei in der Breite. Das heißt, wir machen zwei Stricknadeln zusammen. Vielleicht, wenn ich das so nehme, sieht man das viel besser. So, kommen wir zu der Skizze. Wir haben hier Maschenzahl teilbar durch 10. Ich habe auf die Stricknadel 11 Maschen angeschlagen, habe glatt rechts hier gestrickt. Nach der letzten Reihe habe ich in der letzten Reihe auf jede Stricknadel habe ich eine Masche abgenommen, was man hier überhaupt nicht sieht. Und dann habe ich mit dem Muster begonnen. Wie gesagt, Maschenzahl teilbar durch 10 in Runden. In Reihen, wenn du strickst, hast du noch zwei Randmaschen. Nach oben stricken wir 10 Runden oder 10 Reihen. Die 11. fangen wir wieder an ab der ersten Reihe. Wir haben hier zwei Maschen rechts, wie du siehst, im Blau. Im Grün haben wir Umschläge. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, also verschränkt. Und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also vorne die zwei Maschen und Faden holen. Drei Maschen zusammen überzogen und das sind zwei Maschen, die hier sind, hier und hier. Das ist eine Masche rechts, aber verschränkt. Die geraden Reihen, die strickst du alle Maschen nach links. Fangen wir an mit der ersten Reihe. Zwei Maschen rechts, die erste und die zweite. Die nächsten zwei Maschen, die du auf der linken Stricknadel hast, strickst du zusammen verschränkt. Also hier von hinten. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Die nächsten zwei Maschen von der linken Stricknadel strickst du zusammen nach rechts. Die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Eine Masche rechts. Das war erster Rapport. Zweiter Rapport. Zwei rechte Maschen. Zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen und eine rechte Masche. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe euch die geraden Reihen für Reihen gesagt, dass du hier alle Maschen nach links in den geraden Reihen strickst. Wenn wir jetzt in Runden stricken, stricken wir so, wie die erscheinen. Das heißt, wir stricken alle Maschen nach rechts. Ich möchte euch die zweite Runde noch zeigen, wo du alle Maschen nach rechts strickst, weil so erscheinen die. Hier, wo die zwei zusammengestrickt waren, auch nach rechts. Und schau mal, hier haben wir einen Umschlag. Und die Umschläge stricken wir auch hier von vorne
nach rechts. Wenn du in Reihen strichst, hast du alle Maschen nach links und dann auch die Umschläge. Das heißt, du legst den Faden vor die Arbeit und dann strichst du die Umschläge nach links. Ich mache das nach rechts, weil wir in Runden stricken. Und so machst du die vier Rapports auf jede Stricknadel. Alle Maschen strickst du nach rechts. Dritte Runde, erster Rapport, zwei Maschen rechts, eins und zwei, zwei Maschen zusammen verschränkt, dann die nächste Masche, strickst du rechts verschränkt, machst einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, wieder eine Masche rechts verschränkt, die nächsten zwei Maschen strickst du zusammen nach rechts, also von vorne wieder und dann eine rechte Masche. Wir haben jetzt zweiter Rapport, zweite Stricknadel und haben wieder zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt, eine rechte Masche verschränkt. So, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine zu rechts verschränkt, die nächsten Maschen, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen und eine rechte Masche. Und du wiederholst deine Rapport. Fünfte Runde, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine rechts, dann haben wir zwei Maschen zusammen verschränkt wieder, drei rechts, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, eine rechte Masche und ein Umschlag. Zweites Rapport in der fünften Runde, eine Masche rechts, dann haben wir einen Umschlag, eine rechts, zwei zusammen verschränkt, drei rechts, zwei zusammen nach rechts, eine rechte Masche und ein Umschlag. Und so wiederholst du deine Rapports auf jede deiner Stricknadel. Dann die nächste sechste Runde strickst du wieder alle Maschen nach rechts. Die siebte Reihe. Eine rechte Masche. Eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, eine rechts, zwei zusammen verschränkt, eine rechte Masche, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, wieder von vorne, eine rechte Masche, ein Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Das war erster Rapport, zweiter Rapport, eine rechts verschränkt, ein Umschlag, eine rechts, zwei zusammen verschränkt, eine rechte Masche, zwei zusammen nach rechts, eine rechte Masche, ein Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Das war unser zweiter Rapport und jetzt machst du die zwei Rapports, wenn du Socken strickst, wieder von rechter, eine rechts verschränkt, Umschlag, eine rechts und so weiter. Alle vier Stricknadeln machst du die Rapports.
Dann wendest du die, wendest nicht, du wendest nicht die Arbeit, wir stricken nicht in Reihen. Dann fängst du an mit der achten Reihe oder Runde und dann strickst du da alle Maschen nach rechts. Wir haben jetzt die neunte Reihe, neunte Runde, zwei Maschen rechts, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche heben, einfach abheben, nicht stricken. Die nächsten zwei Maschen strickst du zusammen verschränkt und dann die abgehobene Masche über die gestrickte ziehen. Da haben wir drei Maschen zusammen gemacht, überzogen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt und eine rechte Masche. Unser zweites Rapport, zwei rechte Maschen, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, eine rechts, wieder eine Masche abheben, nicht stricken, dann die nächsten zwei Maschen zusammen verschränkt stricken und die eine abgehobene Masche über die gestrickte ziehen. Eine Masche rechts, Umschlag, eine rechts verschränkt und eine rechte Masche. Das war unser dritter Rapport. Vierter Rapport strickst du genauso mit zwei Maschen rechts, eine rechts verschränkt, ein Umschlag, eine rechte Masche, eine abheben, zwei zusammen verschränkt stricken, die abgehobene über die gestrickte ziehen. Eine Masche nach rechts, ein Umschlag, wieder eine Masche rechts verschränkt und eine rechte Masche. Das war jetzt die neunte Runde. Dann haben wir die zehnte Runde und in der zehnten Runde stricken wir alle Maschen nach rechts. Auch die Umschläge, die werden nach rechts gestrickt. Wenn du jetzt die zehnte Runde alle deine Rapports fertig hast, dann fängst du wieder an ab der erste und strickst nach oben so viele Rapports, wie du willst. Ich habe für die Socken, für meine Enkelin, drei Rapports gestrickt und ich finde, das reicht für ein Mädchen. Das war's, meine Lieben, für heute. Ich hoffe, du kannst das Muster für deine Projekte verwenden, ob das Mützen sind, Schals, Lob oder was anderes. Ich habe das, wie du siehst, für Socken verwenden. Danke für euren Besuch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt bitte gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.